Also kurz gesagt, Monitoring, Berichtspflicht, im Übrigen nicht nur über die Botschaften, deshalb haben wir als Unterausschuss... ...sollen sind erstens mal die Verantwortung des Staates seiner eigenen Bürger gegenüber, das ist das Grundkonzept natürlich auch noch, und die zweite Säule in der... Aber was heißt das konkret? Das ist genau die Situation, die 94 war, hätten wir die heute genauso... Ziehen wir uns auch zurück oder bleiben wir dort? Wir haben entschieden, dass wir bei zurückgenommenen militärischen Schutzzahlen trotzdem in Afghanistan bleiben. Da wurde gesagt, wenn wir uns als internationale Gemeinschaft jetzt einmischen, dann wird sich dieser Konflikt radikalisieren. Auch das haben wir. Also die Gründe, mit denen... Hatten Sie da das Gefühl, dass die Welt versteht, worum es geht? Oder hatten Sie das Gefühl auch, dass Ruanda in der Lage ist, da angemessen zu reagieren? Wenn wir uns jetzt alles zu Gemüte führen, was wir über den Völkermord wissen in Ruanda, was wir über das Versagen der internationalen Gemeinschaft wissen, dann stellt sich ja schon die Frage, man kann jetzt nicht sagen, nie wieder. Das stimmt ja nicht. Es geht ja doch und es passiert nach wie vor, dass die internationale Gemeinschaft nicht oder nicht angemessen reagiert, wenn schwere Verbrechen geschehen. Woran liegt das? Das ist eine sehr schwere Frage, woran es liegt. Aber ich glaube, das wurde zum Teil schon in den vorigen Panels diskutiert. Vor Ruanda gab es auch schon die Aussage nie wieder. Und Ruanda hat es gegeben. Und nach Ruanda so schlimm und so pessimistisch es auch klingt, glaube ich, ist nicht ausgeschlossen, dass ein Völkermord wieder stattfindet. Die Gründe sind unterschiedlich. Es wurde einiges versucht, aus der tragischen Geschichte von Ruanda an Lehren zu ziehen. Einiges wurde initiiert an Institutionen, zum Beispiel auch mit Responsibility to Protect. Die Frage ist, inwiefern diese Instrumente auch tatsächlich in die Tat umgesetzt werden können und welcher Wille in der Tat da ist, um die einzusetzen. Nun, Ruanda hat ja Willen an den Tag gelegt dieses Jahr, als es um die Zentralafrikanische Republik ging. Sie haben Truppen dorthin geschickt, um einzugreifen, als dort, sagen wir mal, völkermordähnliche Gewalt ausgebrochen ist. Hatten Sie da das Gefühl, dass die Welt versteht, worum es geht? Oder hatten Sie das Gefühl auch, dass Ruanda in der Lage ist, da angemessen zu reagieren? Ruanda allein kann nicht angemessen reagieren und auch nicht das Problem lösen, aber wir können zumindest unseren Beitrag leisten und vor allem auch die Öffentlichkeit, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit nochmal stärker darauf lenken, auf die Problematik. Wir sind nicht nur in der Zentralafrikanischen Republik, sondern auch in Darfur, das wurde auch schon angesprochen, nicht nur mit Militär, sondern auch mit Polizei. Einheiten, die sehr professionell agieren, aber ich denke auch dadurch, dass wir unsere Geschichte, unsere leider so negative Erfahrung mit uns immer tragen, erkennen wir schneller. Das heißt, wir haben, ich sage mal, Sensoren, die bei anderen vielleicht ein bisschen später einsetzen und wir erkennen das schneller und haben auch stärker dieses Bedürfnis, dann auch einzugreifen. Und das macht auch den Unterschied unserer Truppen mit anderen Truppen, die in der Zentralafrikanischen Republik oder woanders sind, dass sie schnell erkennen, wo ein Problem liegt, aber auch jetzt nicht irgendwelche, also jetzt nicht ohne ungehorsam zu werden, aber nicht unbedingt irgendwelche Befehle abwarten, sondern direkt wirklich der Zivilbevölkerung schützen und das als erste Aufgabe sehen. Herr König, Deutschland hat ja auch im Rahmen einer EU-Mission jetzt in der Zentralafrikanischen Republik eingegriffen, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Vielleicht können Sie uns erklären, wie da
die deutsche Politik zu dem Beschluss gekommen ist, den sie getroffen hat. Ich gebe mal den Vergleich. Ruanda hat 850 Soldaten geschickt zum aktiven Eingreifen. Deutschland schickt 4 Soldaten, mandatiert sind 80, 4 Soldaten auf Stabsebene. Das ist im Vergleich ziemlich wenig. Ja, ich würde das jetzt nicht unbedingt an Zahlen festmachen wollen, sondern das EU-Engagement, an dem wir eben ja auch beteiligt sind, ist ja ein Teil des Gesamtengagements der internationalen Gemeinschaft in der Zentralafrikanischen Republik. Das ist ja ein Bild, das wir in vielen Missionen immer wieder sehen, dass unterschiedliche Akteure zusammenarbeiten. Und das ist ja auch durchaus gewünscht, dass wir als internationale Gemeinschaft handeln mit den Vereinten Nationen, mit den Regionalorganisationen, in dem Falle wäre es die Afrikanische Union, der Europäischen Union, die sich sozusagen dann in ein Komplettbild einfügt und einen spezifischen Aspekt einer solchen Mission versucht dann auch abzubilden und abzudecken. Und insofern diese Gesamtanstrengung, glaube ich, darf man oder muss man dann sehen, wenn man auch unser Engagement sieht und jetzt diese EU-Mission nicht nur isoliert betrachten. Die ist ja nicht alleine da, das soll sie auch nicht, sondern wie gesagt, sie übernimmt einen wichtigen Teilaspekt der Gesamtmission. Frau Bullmann, als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und wie ich sehe auch in einem Unterausschuss, der ja eigentlich den idealen Titel hat für diese Veranstaltung hier, zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln. Die Darstellung, die wir jetzt gerade gehört haben von Deutschland in Zentralafrika, wie ist das eigentlich diskutiert worden? Gab es da überhaupt Diskussionen drüber? Also wir haben den Unterausschuss ja in der letzten Legislaturperiode eingerichtet, den gab es vorher nicht, weil wir die Notwendigkeit sahen, diese Fragen differenzierter, ausführlicher zu erörtern. Und zwar nicht nur mit den Vertretern des Auswärtigen Amtes oder der Bundesregierung, sondern wir wollten eine Querschnittsgruppe bilden, einen Querschnittsausschuss, in dem sowohl Entwicklungspolitiker vertreten sind, in dem zum Beispiel auch Politiker aus anderen Bereichen vertreten sind und im Auswärtigen Ausschuss, damit wir Konflikte besser, frühzeitiger kennen und besser und frühzeitiger agieren und reagieren können. Das ist die Überlegung und ich glaube, Ruanda ist schon ein gutes Beispiel dafür, dass der Völkermord, der dort geschehen ist, für uns alle auch ein mahnendes Beispiel sein muss, für die Folgen von fehlendem politischem Willen bei Fällen sehr schwerer Menschenrechtsverletzungen. Und wir haben auf internationaler Ebene Konsequenzen gezogen, es ist vorhin gesagt worden, dass die UN-Richtlinie R2P, dass es also jetzt auch ein ganz wichtiges Kriterium gibt, dass das Prinzip der Nichteinmischung, was ja im Kalten Krieg sozusagen das oberste, hehreste Ziel überhaupt war, nicht mehr ungebrochen gilt. Sondern wenn ein Völkermord droht, dann hat die internationale Staatengemeinschaft die Pflicht einzugreifen. Das ist eine Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung, die wir auf deutscher Ebene gezogen haben, war schon im Übrigen während der rot-grünen Bundesregierung damals schon, dass wir die gesamte Frage von frühzeitiger Konfliktentwicklung besser analysieren wollen. Der Aktionsplan war eine Schlussfolgerung daraus, die wir da gezogen haben. Es hört sich jetzt ein bisschen sehr technisch an, aber es geht schlichtweg darum, dass wir das Wissen, was in der Bundesregierung, in den Ministerien, in unterschiedlichen Bereichen verankert ist, besser auswerten, regelmäßig. Das ist der Ressortkreis, der diese Aufgabe hat, bestimmte die Konfliktentwicklung besser, frühzeitiger auszuwerten, damit auch mehr Wissen zu haben. Wir haben im Unterausschuss ganz gezielt systematisch Nichtregierungsorganisationen, politische Stiftungen immer mit einbezogen, weil auch die Kenntnisse haben, Zugänge haben, die wir nicht über die offiziellen Kanäle immer so ohne weiteres haben. Das AA macht das auch, aber es ist für uns im Ausschuss ein ganz entscheidender Punkt. Und wir haben gleichzeitig die Instrumente, die uns zur Verfügung stehen. Und da ist die Entsendung von Soldaten nur ein Instrument. Im Kern muss es ja eigentlich darum gehen, dass wir, bevor ein Konflikt in Gewalt umschlägt, schon so unterstützen können, dass dieser Konflikt nicht zum Völkermord oder in eine kriegerische Auseinandersetzung
mündet, egal ob es ein Bürgerkrieg ist oder ein Krieg zwischen Ländern, sondern das muss unsere Zielsetzung sein. Und das versuchen wir genau über diese systematische Betrachtung, ein systematisches Monitoring auch von erkennbaren, vorhandenen Konflikten, damit man frühzeitig erkennt, wann gibt es eine Eskalation und wann sozusagen muss man auf jeden Fall auch international eingreifen. Und ich sage ganz auch ausdrücklich, womit wir auch im Unterausschuss nicht ganz zufrieden sind, anders als Herr König das dargestellt hat, wir sind der Auffassung, dass wir gerade bei dem Aufbau von Rechtsstaatlichkeit erheblich mehr tun müssen. Das gilt zum Beispiel auch bei der Hilfe für Polizeiausbildung. Da haben wir in Deutschland wirklich sehr, sehr viel Kompetenzen. Wir haben ein hohes Ansehen, spielt auch für ein Land wie Ruanda eine große Rolle, aber nicht nur für Ruanda, für viele andere Länder auch. Und wir sind bisher nach wie vor unter unseren Verpflichtungen geblieben. Und deshalb diskutieren wir im Augenblick gerade, wie wir jetzt endlich erreichen können, dass wir auch die Zusagen, die wir eigentlich gegeben haben, besser erfüllen können. Und wir diskutieren auch wieder zum wiederholten Male, wie wir unsere Zusagen auch einlösen können, dass wir wirklich wirtschaftliche Entwicklung unterstützen. Weil Konflikte häufig auch eine materielle Grundlage haben, eine wirtschaftliche Grundlage. Es wird vorhin, denke ich, diskutiert worden sein. Ich konnte leider nicht da sein. Aber wenn systematisch Gruppen, Bevölkerungsgruppen von der wirtschaftlichen Entwicklung ausgeschlossen werden, systematisch zum Beispiel auch ausgeschlossen werden von wichtigen Funktionen, dann führt das unweigerlich zum Konflikt. Und deshalb ist diese Frage, auch Hilfestellung zu geben bei wirtschaftlicher Entwicklung, ebenfalls von ganz großer Bedeutung. Das andere können wir nachher diskutieren. Können Sie ganz kurz ein konkretes Beispiel nennen? Worüber sprechen Sie denn gerade? Also was Deutschland hat einen Schwerpunkt gesetzt in seiner Arbeit, in seiner Entwicklungszusammenarbeit gegenüber Ruanda. Zum einen bei einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung, da geht es wirklich darum, Kleinbetriebe aufzubauen, aber zum Beispiel auch diejenigen, die landwirtschaftliche Betriebe führen, besser zu befähigen, wirklich eine erfolgreiche Landwirtschaft zu führen, sodass sie also sich nicht verschulden, dass sie wirklich genügend Nahrungsmittel produzieren. Ein zweiter Schwerpunkt liegt in dem Aufbau von Bildung, vor allen Dingen beruflicher Bildung. Das ist in fast allen afrikanischen Ländern ein ganz wichtiger Punkt. Ein dritter Schwerpunkt liegt in diesem sogenannten Bereich Dezentralisierung, wo Deutschland auch Unterstützung dafür gibt, dass die fachlichen Kapazitäten in den Verwaltungen, also die Fachkompetenzen verbessert werden. Und ich sage nochmal ausdrücklich, ein vierter ist auch Polizei. Auch da hat Deutschland Unterstützung gegeben. Das sind jetzt nur einige Beispiele, wo wir über GEZ, aber auch über das Auswärtige Amt Unterstützung geben. Und letztes Beispiel, das ist von Ihnen vorhin angesprochen worden, wir haben auch, bieten auch und geben auch Unterstützung für den Versöhnungsprozess. Wir haben in Deutschland ja selber sehr viel Erfahrung damit und wir haben einfach auch eine Verfassung, die auch ein Stückchen das wieder sehr stark widerspiegelt. Wir haben ja in unserer Verfassung einen ausdrücklichen Friedensauftrag verankert. Kaum ein Land hat ihn so ausführlich und präzise gesagt. Und deshalb ist das sozusagen der letzte Bereich, wo wir auch noch Unterstützung geben. Ich glaube, das Hauptproblem liegt darin, dass es manchmal immer noch einfach zu wenig ist und dass wir auch miteinander ehrlich sein müssen, was können wir leisten, in welchen Ländern können wir das leisten und auch an dem Punkt einfach auch eine größere Bereitschaft haben müssen, dort uns stärker zu engagieren, als wir das im Augenblick tun. Das ist meine Auffassung jedenfalls, das kann ich auch für meine Partei sagen. Wir sind der Auffassung, und ich glaube, das kann ich auch für die Bundesregierung sagen, wir sind der Auffassung, dass wir uns stärker engagieren müssen, dass wir mehr Verantwortung übernehmen müssen. Das heißt im Übrigen auch finanziell. Okay, da kommen wir sicher auf ein paar Punkte noch zurück. Ich würde die Diskussion gerne konkret halten. Manches, was Sie gesagt haben, ist ja auch das, was die Partnerschaft Rheinland-Pfalz schon lange macht, in Ruanda auch schon vor dem Völkermord gemacht hat, wo man sich dann natürlich fragt, haben Sie damals alles mitbekommen oder nicht? Ich will jetzt nicht wieder in die Vergangenheitsbewältigung gehen. Aber wenn sich die Frage jetzt stellt, was kann so ein Instrument wie so eine Partnerschaft, das ja sehr tief in eine Gesellschaft hineingeht, das ja auch Sachen mitkriegt auf Ebenen, wo Diplomaten gar nichts mitbekommen, das kann ja auch ein Vorbild sein in Ländern, wo man sagt, wir müssen genauer verstehen, was da eigentlich los ist, diese Art von Seismograph zu entwickeln, die uns sagen kann, da rumort was in der Gesellschaft. Ist die Partnerschaft
Als solches Instrument ist darüber nachgedacht worden, sowas auch mal in anderen Ländern zu machen und das auch in dem Sinne zu nutzen? Ja, es gibt ja Ansätze in anderen Bundesländern. Herr Mold, wenn ich nochmal zurückerinnern darf, es waren einmal die 11 alten deutschen Bundesländer, die Verpflichtungen übernommen haben. Zwischendurch konnte man, glaube ich, die Meinung haben, dass wir Rheinland-Pfälzer übrig geblieben sind, das seit 32 Jahren durchhalten. Und das ist ja eine Win-Win-Situation. Viele Menschen in Rheinland-Pfalz nehmen ebenfalls sehr, sehr viel mit. Und wir haben zum Beispiel die Verpflichtung, dass alle Schülerinnen und Schüler einen Tag im Jahr für Afrika, insbesondere für Ruanda, tätig sein müssen, sich beschäftigen müssen, auch mit den Konflikten auf so einem Kontinent. Und ja, wir haben dort ein Koordinationsbüro mit 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir sind regelmäßig aus allen gesellschaftlichen Verantwortungspositionen in Ruanda. Wir kennen das Land, wir nehmen sehr viel mit. Und wir haben einen intensiven Kontakt auch mit unserem Auswärtigen Amt, wo wir auch unsere Erfahrungen, unsere Kenntnisnahmen zur Kenntnis geben. Und wir sind auch in anderen Bundesländern werbend unterwegs. Es gibt jetzt die Bemühungen von Baden-Württemberg mit Burundi, eine Partnerschaft aufzubauen. Nordrhein-Westfalen ist mit Ghana auf dem Weg, diese Partnerschaft abzubilden. Und wir würden uns wünschen, dass alle 16 Bundesländer das tun würden, auch in Zeiten von Schuldenbremsen. Okay, da sind wir ja mal gespannt. Das wäre spannend. Baden-Württemberg, Burundi gab es ja auch schon mal, ist dann eingeschlafen. Ja, ja, ich sagte wäre das, gut, ja, wenn man das mal wieder beleben könnte. Herr Schütte, die Stichworte, die Frau Bullmann genannt hat, besser und frühzeitiger agieren und reagieren und mehr Verantwortung übernehmen, das sind ja Dinge, die manchmal in der Öffentlichkeit doch ungeahnte Reaktionen hervorrufen, als der Bundespräsident neulich in einem Radiointerview gesagt hat, man muss eingreifen, wenn Menschenrechte verletzt werden, ein Völkermord droht, haben sich ganz viele Leute furchtbar aufgeregt. Wie erklären Sie sich das? Ist das immer noch so, dass das in Deutschland nicht konsensfähig ist, dass man was tun muss? Ich glaube, darauf hört man mich? Ja. Ich glaube, darauf gibt es keine ganz einfache Frage, weil wenn man sich so die Umfragen mal in Deutschland anschaut, man sieht, dass wir hier eine durchaus gespaltene Meinung in der Bevölkerung haben. Ich fand es sehr informativ, zum Beispiel im direkten Vorfeld der Intervention in Libyen, wo gefragt wurde, wie viele halten Sie ein Eingreifen der internationalen Gemeinschaft für richtig, um die systematischen Verbrechen Gaddafis zu stoppen? Daraufhin antworteten 2/3 der Bevölkerung, ja, das tun wir. Und auf die Frage, ob sich Deutschland daran beteiligen sollte, sagten 2/3, nein, sollte Deutschland nicht. Es gibt aktuell einen Review-Prozess im Auswärtigen Amt, wo ähnliche widersprüchliche Resultate zu sehen sind, wo sich eine große Mehrheit der Deutschen dagegen ausspricht, dass man mit militärischen Mitteln international agieren solle. Aber gleichzeitig, ich glaube, 82% der deutschen Bevölkerung der Meinung sind, dass die Verhinderung eines Völkermordes ein militärisches Eingreifen durchaus rechtfertigt. Also würde ich sagen, es gibt darauf nicht so ohne weiteres eine einfache Antwort. Wir haben ganz offenbar hier einen großen Diskussionsbedarf, vielleicht auch einen großen Aufklärungsbedarf in dieser Frage. Und eine der Stellen, von denen diese Diskussion in die Öffentlichkeit hineingetragen werden kann, eine der Akteure, die hier eine wichtige Rolle spielen, das ist natürlich die Zivilgesellschaft. Das ist ja, um mal hier den Ball, der jetzt quasi schon auf dem Elfmeterpunkt für mich liegt, aufzunehmen, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir diese Diskussionsreihe zu der Frage 20 Jahre Völkermord in Ruanda, was lernen wir daraus, eigentlich in Deutschland angestoßen haben. Warum wir diese Diskussion durch ganz Deutschland geführt haben und warum wir auch ganz aktiv versucht haben, zum Beispiel eine Schulklasse mit einzubinden und sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Ganz offenbar, und das ist vielleicht mein letzter Punkt an der Stelle, ist, dass es einen großen Diskussionsbedarf über die Frage der deutschen Rolle in der Welt gibt und dass wir da noch nicht so 100% auf einen Nenner gekommen sind, wo wir sagen, das muss es sein. Mich persönlich hat das sehr überrascht, die Reaktion auf die Einlassung von Präsident Gauck, denn im Grunde genommen hat er ja nichts anderes gesagt, als dass man nicht reflexhaft Ja sagen solle zu militärischen Interventionen und auch nicht aus Prinzip heraus immer Nein sagen konnte. Also wenn ich mir die deutsche Außenpolitik anschaue, dann ist das mehr oder weniger das, was wir in den letzten Jahren so gemacht haben. Deswegen ist das schon ein bisschen verwunderlich, mit welcher Vehemenz dann zum Teil
dagegen vorgegangen wurde und da Dinge hineininterpretiert wurden im Sinne einer Militarisierung unserer Außenpolitik, die ich als Menschenrechtler in dieser Form nicht sehen kann. Herr Schütte, woran merkt man eigentlich, dass man einen Völkermord verhindert hat? Naja, woran merkt man, dass ein Kind nicht in den Brunnen gefallen ist? Naja, ich frage mich, was sind die, okay, ich präzisiere mal die Frage, was sind die Erfolgskriterien, wenn es darum geht zu sagen, man muss was tun, man muss sich mehr engagieren, man muss verhindern, dass eine Entwicklung in eine bestimmte Richtung geht. Wenn sie dann nicht in diese Richtung geht, ist es natürlich unheimlich schwer zu beweisen, dass sie in diese Richtung gegangen wäre. Wir kennen diese Diskussion von Libyen. Ja. Da frage ich mich, wie gehen Sie damit um? Gibt es jetzt aus der Erfahrung, die man hat in dieser ganzen Diskussion, Kriterien, die verallgemeinerbar sind, um zu sagen, das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Ich glaube, das hat viel mit unserem Diskursverhalten zu tun. Wie gesagt, das Kind, das nicht in den Brunnen gefallen ist, das ist vielleicht so ein Bild, an dem man sehen kann, dass es schwer ist, über kontrafaktische Fragen zu sprechen. Ein wichtiger Aspekt, glaube ich, ist, dass wir nicht so sehr immer nur auf das gucken, was tatsächlich als Konsequenz unseres Handelns passiert, sondern auch immer versuchen mitzudenken, was wäre eigentlich passiert, wenn wir anders gehandelt hätten. Es ist nicht die erste und wahrscheinlich auch nicht die letzte Podiumsdiskussion, auf der wir zum Beispiel über die Intervention in Libyen zum Beispiel sprechen. Und jeder, der Kritik übt an dem, was wir heute in Libyen haben, der sagt, dort ist vieles falsch gelaufen, dort sind viele Fehler gemacht worden, dem sage ich, jawohl, das stimmt. Aber die Schwierigkeit und die Herausforderung für uns ist doch, uns zu fragen, was wäre eigentlich, wenn man nicht in Libyen eingegriffen hätte? Würde man dann vielleicht auch in so einem Rahmen sitzen und sich fragen, wie konnte es eigentlich passieren, dass, obwohl alle Zeichen dafür gesprochen haben, dass man eingreifen müsste, wir nicht eingegriffen haben und Zehntausende oder Hunderttausende Menschen ermordet wurden? Aber man muss natürlich sehen, dass aus dieses kontrafaktische Denken auch nicht wenig anspruchsvoll ist. Aber dass ein anderer Weg, glaube ich, nicht besteht, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, welchen Völkermord oder welche, um das vielleicht auch zu präzisieren, welche Massenverbrechen, denn es geht ja nicht nur um Völkermord, es geht ja genauso um zum Beispiel Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir wissen, Völkermord ist ja ein sehr zum Teil auch diffiziles juristisches Konstrukt, was nicht in jedem Fall, in dem man sich das vielleicht aus dem Bauch heraus vorstellt, Anwendung findet. Also nehmen wir vielleicht einen etwas größeren Begriff der Massenverbrechen. Das ist schwierig an solchen Stellen natürlich zu argumentieren, aber ich glaube, dass es sinnvoll ist, gerade auf präventive Erfolge zu schauen. Nehmen wir zum Beispiel den Fall Kenia. Hier haben wir bei den letzten Wahlen einen deutlichen, man kann nicht sagen Fortschritt, weil bei den Wahlen davor große Ausschreitungen und Massaker geschehen sind, aber hier hat sich die internationale Gemeinschaft sehr konzentriert damit beschäftigt, wie können solche Ausschreitungen noch einmal passieren? Und fast wäre das Ganze im Grunde genommen untergegangen, weil nichts passiert ist. Das ist natürlich dann auch Aufgabe von Organisationen wie der unseren, aber auch der Wissenschaft darauf hinzuweisen, dass es hier Fortschritte gibt, die nicht immer für jeden so sichtbar sind. Also das Beispiel Kenia wäre schon eins, wo man sagen könnte, diesmal hat man besser aufgepasst und hat etwas Vernünftiges getan. Ja, das würde ich sagen, auch wenn unser Standard natürlich nicht sein kann, dass keine Menschen umgekommen sind und alles vollständig zufriedenstellend ist. Aber der Maßstab, den wir hier setzen, ist ja nicht zwischen dem Guten und dem Schlechten, sondern eher zwischen der Frage zwischen schlimm und schlimmer. Also ich glaube, das geht auch in die Richtung dessen, was ich mit dem Mitdenken der Alternative sagen wollte. Sie sprachen von einem Review-Prozess im Auswärtigen Amt. Herr König, was ist das? Was passiert da? Das ist ein Prozess angestoßen von Außenminister Steinmeier, der sozusagen deutsche Außenpolitik mal auf den Prüfstand stellt, wo wir konsequent überlegen, wie machen wir es, womit machen wir es und wie machen wir es vielleicht besser. Das ist ein Prozess, der jetzt im Prinzip begonnen hat. Die schon zitierte Umfrage ist ein Teil dessen, ein Teil dieses Prozesses, der unter anderem auch das läuft jetzt an, Veranstaltungen in vielen deutschen Städten beinhalten wird zu außenpolitischen spezifischen Themen.
wissenschaftlich begleitet vom Planungsstab des Auswärtigen Amtes und am Ende des Tages sozusagen dieser Bestands, wird diese Bestandsaufnahme dann hoffentlich Ergebnisse liefern, die wir operationalisieren und eben sozusagen in praktische Handlungen weiter umsetzen. Der Prozess, wie gesagt, hat gerade erst begonnen, läuft noch mindestens ein Jahr, aber das ist der Stand der Dinge. Gibt es schon Erkenntnisse? Nein, das wäre jetzt zu früh sozusagen, weil der Prozess ja gerade erst angefangen hat. Wir haben jetzt einen ersten Schritt gemacht, dann kommen jetzt die Veranstaltungen, die Diskussionsveranstaltungen, dann wird es eine dritte Phase geben. Ich will dem Außenminister da nicht vorgreifen in den Ergebnissen. Schade, dass er nicht hier sitzt, sonst könnten wir ihn fragen. Frau Botschafterin, wenn Sie diese deutsche Diskussion mitbekommen, auch die zum Beispiel um die Äußerung von Bundespräsident Gauck, wie finden Sie das? Ist das? Sie sind ja schon sehr lange hier, Sie kennen das, das ist ja nicht ganz überraschend, aber aus Ihrer Sicht? Ich finde es interessant. Es ist interessant zu verfolgen, aber ich versuche es auch vielleicht, ich frage mich, warum ist das so vergleiche auch mit einigen Nachbarn wie Frankreich oder so, warum in manchen Ländern, also warum in Deutschland man sich so schwer tut mit solchen Aktionen und warum man in Frankreich ziemlich spontan mit solchen Reaktionen dann, würde ich mal übertrieben sagen, geht. Und ich denke, das ist auch immer, was wir dann darauf immer hinweisen, dass jedes Land hat eine eigene Geschichte, eine eigene Entwicklung durchgemacht und erklärt auch bestimmte Haltungen heute. Ich denke, in der deutschen Gesellschaft ist eine Diskussion notwendig und ich glaube, sie findet auch statt. Tatsächlich ist es auch so, dass was der Herr Bundespräsident Gauck gesagt hat, eigentlich nichts Neues ist, nicht Verwerfliches ist, sage ich mal, auch aus unserer Sicht, aber doch trotzdem von einigen Seiten dann auch sehr stark kritisiert wird, ist auch die Frage, ob man dann nicht zu sehr heilig sein will, sage ich mal so, dass man sagt, bloß gar nicht. Und dann ist es aber auch noch mal ein bisschen befremdlich zu sagen, ja, aber bloß nicht wir. Also die anderen sollen ruhig, aber wir bleiben außen vor. Da ist auch ein gewisser Widerspruch da auch in der Sache. Aber tatsächlich interessant zu sehen und zu vergleichen, gerne auch mit Frankreich, weil Frankreich auch ein wichtiger Partner von Deutschland ist und Frankreich nun mal in Afrika auch sehr aktiv ist, aber zu hören, wie die Diskussion in Frankreich geführt wird und wie die hier geführt werden. Man könnte nicht meinen, dass sie beide in Europa sind und auch beide Nachbarländer sind und eigentlich auch wichtige Partner sind. Also Ihre Charakterisierung der französischen Politik als spontan, das ist auch wiederum interessant. In Einführungszeichen. Würden Sie sich wünschen, dass Deutschland auch spontaner ist? Nein, nicht so spontan. Nee. Also ich würde intervenieren, ja, aber erstmal tatsächlich überlegen. Also weil manchmal, je nachdem, wie man interveniert, richtet man noch viel mehr Schaden, auch mittel- und langfristig gesehen, als wenn man es nicht gemacht hätte. Also es ist auf jeden Fall wichtig, erstmal abzuwägen, zu diskutieren, aber auch, was auch ganz wichtig ist, ist die eigene Interesse im Hintergrund. Also wirklich erstmal die Interesse des betroffenen Landes, der betroffenen Menschen dann in den Vordergrund stellen und nicht die eigene politische, wirtschaftliche, geopolitische Interesse dann im Vordergrund stellen und dann agieren. Frau Bullmann, wird denn im Auswärtigen Ausschuss auch direkt mit zum Beispiel Kollegen aus Frankreich gesprochen über Afrika-Einsätze? Waren die schon mal da? Also auch das machen wir gelegentlich. Wir treffen uns mindestens einmal im Jahr, treffen sich die Mitglieder des Deutschen Auswärtigen Ausschusses mit den Kolleginnen und Kollegen des Französischen Auswärtigen Ausschusses. Wir haben aber zum Beispiel auch einmal im Jahr ein gemeinsames
zweitägige Sitzung der beiden Präsidien, also des Deutschen Bundestages und der National Assemblée. Also von daher reden wir mehr miteinander, als vielleicht manche das denken. Und ich glaube, man darf aber, wenn man über die Frage, warum hat eigentlich diese Äußerung von Gauks so eine Reaktion hervorgerufen, finde ich, darf man eine oder zwei Punkte nicht vergessen. Erstens, wenn Sie sich in Erinnerung rufen, wie die Berichterstattung, die Presseberichterstattung in den ersten zwei, drei Tagen war, dann war in der Presseberichterstattung, wurde der Anschein erweckt, dass der Präsident Gauck sich alleine für ein stärkeres, größeres, umfassenderes militärisches Engagement ausgesprochen hat. Die wenigsten, fürchte ich, werden die Rede gelesen haben. Wenn man die Rede gelesen hat, kann man sehen und feststellen, dass genau er das so formuliert hat und gesagt hat, wie Sie, Herr Schütte, es geschildert haben, indem er nämlich dafür plädiert, dass Deutschland eine stärkere außenpolitische Verantwortung wahrnimmt. Und außenpolitische Verantwortung heißt nicht per se Beteiligung an militärischen Einsätzen, sondern es heißt, dass Deutschland seiner außengewachsenen außenpolitischen Bedeutung auch gerechter wird. Das ist im Übrigen auch eine Zielsetzung dieses Review-Prozesses. Wie können wir das eigentlich durchsetzen? Dass wir unser Engagement gerade für Früherkennung, für wirtschaftliche Entwicklung, auch für den Aufbau von Staatlichkeit wirklich verstärken, das sagt er auch an mehreren Stellen, das ist in den ersten Tagen überhaupt nicht rezipiert worden in der Öffentlichkeit. Und der zweite Grund ist sicherlich auch, dass es in Deutschland eine tief verwurzelte und auch begründete Skepsis gegenüber militärischen Einsätzen gibt. Das hängt damit zusammen, zum einen, dass wir, dass Deutschland, zwei wirklich furchtbare Weltkriege begonnen hat. Und das ist in unserem kollektiven Gedächtnis. Das ist Teil unseres kollektiven Gedächtnisses. Es hängt aber auch damit zusammen, dass wir auch in der Gegenwart die Erfahrung machen mussten, dass dort, wo militärisch eingegriffen worden ist, das nicht immer, nicht tatsächlich zum Frieden und zu sagen einer guten Entwicklung per se geführt hat, jedenfalls nicht zu einer guten schnell. Und wir haben das vorhin gerade gesagt, wenn man sich die Entwicklung gerade in den letzten Tagen und Wochen im Irak anschaut, gibt es natürlich auch ein Beispiel, wo ganz klar ist, dass der militärische Einsatz im Irak ganz sicherlich nicht zu mehr Frieden geführt hat. Und deshalb muss man, glaube ich, darf man auch nicht sich davor scheuen zu sagen, dass man natürlich immer sehr sorgfältig abwägen muss, was ist eigentlich der geeignete Weg, was sind geeignete Mittel. Das hängt von dem Konflikt selber ab. Man muss den Konflikt von daher sehr gut analysieren, sehr gut kennen, die Hintergründe des Konfliktes sehr gut kennen. Man muss sehr gut wissen, mit wem kann man zum Beispiel auch vor Ort so einen Konflikt bekämpfen. Und es kann auch manchmal sein, dass man so nicht mehr agieren kann. Und deshalb hat an dem Punkt Gauck dann auch recht. Es kann auch sein, und wenn ich mir Ruanda vor Augen halte, wo innerhalb von 100 Tagen fast 1 Million Menschen ermordet worden ist auf eine furchtbare Art und Weise, dann kann man nicht mehr sozusagen verhandeln, dann muss man intervenieren. Aber sozusagen, man muss wirklich genau gucken, worum geht's, was kann man hier tun, was ist das der richtige Ansatz. Und ich finde, das wird oft zu wenig zur Kenntnis genommen. Da gibt es auch ein Dilemma, das will ich auch gar nicht verhehlen. Wenn, und das gilt im Übrigen nicht nur für Politiker, dieses Dilemma, wenn Sie einen militärischen Einsatz durchführen, dann scheint es auf den ersten Blick so, als wenn das Problem gelöst ist. Wir alle aber wissen, dass das Problem nicht gelöst ist, sondern dass man erstmal Waffenstillstand hergestellt hat, um dann überhaupt daran gehen zu können, das Problem zu lösen. Und dieses Problem zu lösen, ist ein unheimlich langwieriger, aufwendiger, schwieriger Prozess, wo man wirklich mit ganz unterschiedlichen Akteuren zusammenarbeiten muss. Bei einem Versöhnungsprozess wird das sehr sichtbar, aber es ist ja nicht nur im Versöhnungsprozess, das gilt für all, es gilt für wirtschaftlichen Aufbau. Es geht darum, wenn ich wirklich will, dass zum Beispiel auch soziale, gerechtere Strukturen sich entwickeln in einem Land. Dann ist das unheimlich mühselig, umfangreich, dauert länger. Das ist schlichtweg für die öffentliche Debatte nicht interessant. Und das ist ein Dilemma, vor dem man steht. In der Außenpolitik im Übrigen genauso wie auch in der Politik generell. Das ist für die Presse, und Sie wissen das besser noch als ich, einfach nicht interessant. Und deshalb wird im Übrigen auch so wenig darüber berichtet, wo es eigentlich gelungen ist, Konflikte zu lösen, bevor sie
dann tatsächlich in Gewalt umgeschlagen sind oder in einen Krieg oder einen Bürgerkrieg umgeschlagen sind. Es ist, ein Journalist würde jetzt sagen, das ist nicht sexy. Ich finde, das ist hochinteressant, sich das anzugucken. Aber das ist eine sicherlich sachlichere Betrachtung. Aber irgendwie müssen wir gemeinsam diesen Schritt hinkriegen, dass es doch eigentlich viel interessanter ist und eigentlich viel wichtiger ist, zu gucken, wo haben wir und warum ist es da gelungen und warum ist es da nicht gelungen. Das können wir nur gemeinsam tun und nur gemeinsam hinkriegen. Aber ich finde, diesen Mentalitätenwechsel, den müssen wir schon hinkriegen und schaffen, weil wir sonst immer wieder im Grunde genommen in solche absurden Situationen hineinrennen werden und gelangen, wo wir teilweise zu spät reagieren, viel zu nicht frühzeitig genug reagieren, bevor dann wirklich, wie gesagt, die Gewalt richtig massiv ausbricht. Und deshalb ist dieser Mentalitätenwechsel so richtig wichtig. Und ich finde, es ist auch notwendig, dass wir das genau beobachten, wo und begleiten, auch wissenschaftlich begleiten, aber auch politisch begleiten. Wo ist dieser Mentalitätenwechsel? Also wo haben wir das wirklich gut hingekriegt? Wo ist das gelungen? Und was waren die Gründe dafür? Ist für uns im Übrigen alle, für Sie in Ihrem eigenen Land, aber auch für uns alle, glaube ich, international von ganz, ganz großer Bedeutung. Meinen Sie denn, es gibt da im europäischen Kontext auch so eine Art Arbeitsteilung? Sagen wir mal, die Franzosen eher für spontane Eingreifen, die Deutschen mit einem anderen Blick, auch nach wer welchem Land nahesteht. Weil man hat ja schon den Eindruck, jeder macht das sehr unterschiedlich und gut, man redet vielleicht miteinander, aber verfolgen die Länder auch dieselben Ziele? Also ich würde es gar nicht schlecht finden, wenn man eine europäische Arbeitsteilung hat. Das macht sogar Sinn, weil unterschiedliche Länder unterschiedliche Kompetenzen und Stärken haben. Ich glaube schon, dass Deutschland mit seinen Erfahrungen besser geeignet ist, zum Beispiel so einen Versöhnungsprozess zu begleiten als Frankreich. Ja, mit unseren Erfahrungen, mit den Kompetenzen, die wir haben, sind wir dafür einfach besser geeignet. Das muss man einfach ganz klar sagen. Also von der, oder mit unserer zum Beispiel kleinen und mittelständischen Wirtschaftsstruktur sind wir auch besser geeignet, Länder zu unterstützen für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, weil wir einfach eine andere Wirtschaftsstruktur haben. Also von daher sollten wir uns schon sozusagen auf unsere Kompetenzen stützen. Wir brauchen aber, das würde ich gleich ausdrücklich auch sagen, wir brauchen eine kohärentere, bessere europäische Außenpolitik. Davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Das ist unsere Zielsetzung, dass wir eine europäische Außenpolitik auch formulieren. Das wird aber auch nicht, und das kann ich, sage ich wirklich auch mit meiner langen politischen Erfahrung, das wird uns nicht gelingen, ohne dass wir auch von unserer Seite aus, von deutscher Seite auch sehr dezidiert unsere Vorstellung für eine europäische Außenpolitik formulieren und umsetzen. Frank-Walter Steinmeier, so kenne ich ihn, so erlebe ich ihn ja auch, ist gewillt, das zu leisten. Ich finde, er hat das auch in den vergangenen Monaten gezeigt, dass er genau das auch will. Das ist notwendig. Davon sind wir zugegebenermaßen noch ein ganzes Stück entfernt. Wir haben noch keine sozusagen dezidierte europäische Position immer oder eine europäische Außenpolitik. Da müssen wir noch weiter arbeiten. Ich würde gern die Diskussion auch für das Publikum öffnen, während Sie sich überlegen, was Sie sagen wollen. Dann doch noch eine Frage an Herrn Schütte. Es wird ja jetzt klar, es geht nicht nur darum, früher hinzugucken, es geht auch darum, sagen wir mal, später wegzugucken. Also nicht zu sagen, jetzt ist es erledigt, jetzt ist es egal, was passiert. Ist das etwas, was sagen wir, diese Ausdauer, die man dafür braucht, auch in der Zivilgesellschaft, hat sich da etwas getan? Meinen Sie, das funktioniert jetzt besser, als es schon mal gab? Spielt da vielleicht auch die Rolle, dass es sehr viel einfacher ist zu kommunizieren, auch mit Leuten überall auf der Welt, dass man besser mitkriegt, was los ist, besser Kontakte halten kann, das spielt ja alles eine Rolle. Aber ist man da wirklich weiter im Sinne davon dran zu bleiben und nicht vorschnell zu sagen, man hat ja jetzt was erreicht, jetzt gibt es ein anderes Problem? Das ist in der Tat eine gute Frage. Ich glaube, dass wir durchaus Fortschritte gemacht haben, insofern als dass der Anspruch, den wir inzwischen formulieren, deutlich höher ist als das, was wir noch vor 10 oder 20 Jahren hatten. Ich mache das mal an zwei Beispielen fest. Das eine ist die Tatsache, dass wir zum ersten Mal überhaupt in einem Koalitionsvertrag den Begriff Responsibility to Protect genannt haben und dass Deutschland sich im Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, an dieser Stelle
mehr zu tun. Das ist, ein, denke ich, ein Zeichen, was man gar nicht... Ja, das ist richtig. Aber also, ich möchte es jetzt trotzdem mal auf den Bereich R2P belassen, wie man da immer kurz zu sagt. Das ist ein wichtiges Zeichen. Die Tatsache, dass es inzwischen einen R2P-Focal Point gibt, der auch hier auf dem Podium sitzt, ist ebenfalls ein wichtiger Schritt zu einer Institutionalisierung, denn ich glaube, eins darf man ja nicht vergessen, wir reden oft von Responsibility to Protect als einer internationalen Norm. Die Umsetzung findet aber auf nationalstaatlicher Ebene statt. Und da ist es auch für und gerade für ein Land wie Deutschland wichtig, sich zu überlegen, welche Beiträge können wir leisten. Das hat dann auch viel mit dem Diskurs zu tun, den wir in Deutschland führen. Und ich glaube, hier muss man sehr, sehr genau immer hinschauen, worüber reden wir zum Beispiel. Wir haben, wenn wir uns nochmal den Völkermord in Ruanda 1994 anschauen und einmal schauen, wie die Medienberichterstattung darüber war, wie der Diskurs in Deutschland lief, dann sehen wir, dass hier zwar immer wieder die Rede von Völkermord war, dass aber dieser gesamte Konflikt in allererster Linie als ein Bürgerkrieg beschrieben wurde. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich eine ganz andere politische Logik, ob man sich in einen Bürgerkrieg einmischen möchte, an dem ja immer mehrere Konfliktparteien beteiligt sind, oder ob man von einem Völkermord spricht, bei dem eine Volksgruppe oder eine Gruppe systematisch ermordet wird. Das heißt, wir müssen auch in unserer Sprache sehr, sehr genau darauf achten, worüber reden wir eigentlich. Ich glaube, um das vielleicht noch hinterher zu sagen, Ähnliches finden wir ja auch durchaus im Irak. Das ist eben von Frau Buhlmann angesprochen worden, das Beispiel. Und ich glaube, es besteht wahrscheinlich heute kein Zweifel mehr darüber, dass die Intervention der USA im Irak desaströse Folgen hatte. Aber wir müssen gleichzeitig auch anerkennen, dass der Vormarsch der ISIS-Milizen oder Terroristen, dass das ja auch sehr viel damit zu tun hat, dass wir uns im Falle Syrien eben nicht gekümmert haben. Und zwar durchaus mit den Gründen, dass man gesagt hat, wenn wir uns in Syrien stärker engagieren, dann breitet sich der Konflikt in die Region aus. Überraschung, das haben wir heute. Da wurde gesagt, wenn wir uns als internationale Gemeinschaft jetzt einmischen, dann wird sich dieser Konflikt radikalisieren. Auch das haben wir. Also die Gründe, mit denen man auf das Raushalten aus derlei Konflikten dringen kann, die sind mannigfaltig. Und das ist bereits bei einem Wortbeitrag bei einem der früheren Panels gesagt worden, auf welche Art und Weise man natürlich jegliches Engagement in Richtung des besseren Schutzes von Zivilisten in solchen Konflikten totmachen kann. Man desinformiert, man banalisiert, man sagt Ja zu Friedensverträgen und hält sich nicht daran. Ich glaube, das beschreibt das auf jeden Fall ganz gut. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir auch gerade auf Ebene der Medien, was ja, finde ich, wenn ich das mal so sagen darf, sehr vorbildlich auch immer tun, und auch auf Ebene der Politik sehr genau darauf achten, wie sprechen wir eigentlich über diese Art von Konflikten. Und was sind eigentlich die Wege, mit denen wir in diesen Konflikten umgehen? Ich muss sagen, um nochmal auf Präsident Gauck an der Stelle einzugehen, dass wir diese Diskussion einfach deutlich offener und vielleicht auch ehrlicher führen müssen mit der Bevölkerung und da vielleicht auch ein bisschen mehr von der Bevölkerung abverlangen sollten, sich darüber auseinanderzusetzen, welche Pros und Kontras es gibt. Und dass es vielleicht keine ausschließlich guten, sondern durchaus auch unterschiedlich schlecht facettierten Lösungen am Ende geben wird. Aber ansonsten, glaube ich, werden wir nicht an einen Punkt kommen, wo wir auch von der Politik erwarten können, dass sie sich auf einer Bühne in der Öffentlichkeit hinstellt, am besten auch noch kurz vor Wahlen, und sagt, liebe Bevölkerung, es wäre wichtig, dass wir uns jetzt stärker engagieren. Und ich rede jetzt mal gar nicht mal nur vom Militär. Ich rede jetzt zum Beispiel davon, dass wir viel Geld in die Hand nehmen, um einen Konflikt, der in einen Völkermord münden könnte, bereits frühzeitig zu verhindern. Also das ist, glaube ich, dann auch eine Sache, da müssen wir in die Bevölkerung hineingehen und diesen Diskurs führen. Und genauso verstehe ich im Grunde genommen dann auch das, was der Herr Bundespräsident macht. Denn es gäbe doch, weiß Gott, einfachere Themen, über die man reden könnte, und ein weniger vermintes Feld. Ich muss sagen, ich bin ihm da sehr dankbar, dass er gerade bei diesem kritischen Punkt den Mut aufbringt und an dieser Stelle durchaus auch mehrmals nachsetzt, selbst wenn der ein oder andere in den Medien ganz gerne davon spricht, dass jetzt deutsche Soldaten mit Pickelhauben wieder in die Welt ziehen und vollkommen absurde Vergleiche ziehen. Der Bundespräsident als Minenräumer, das ist eine spannende Idee. Frau Botschafterin, Sie wollten was sagen?
Ja, ich wollte sagen, dass es, ich habe das Gefühl, wir haben zu viel Theorie. Was ist jetzt in der Praxis? Es wurde jetzt gesagt, bei so einem Konflikt, man organisiert Konferenzen, man desinformiert, man relativiert, wer ist man? Ist es die internationale Gemeinschaft? Wenn ja, warum machen sie das? Und ist es die Leute, ist es die Regierung, die das macht? In dem Fall, warum lässt die internationale Gemeinschaft das zu? Also das heißt, was heißt das Ganze ganz konkret? Es scheint so, dass man das weiß, die Informationen sind bekannt, im Falle von Ruanda, alle Informationen sind bekannt, sind aber irgendwo gestoppt worden. Sie haben gesagt, man hat von einem Bürgerkrieg gesprochen. Die Zivilgesellschaft hat schon vorher ganz früh von Völkermord gesprochen. Man muss aber erkennen, die Zivilgesellschaft kann in dem Fall gar nichts, wenn der politische Wille nicht da ist. Aber was heißt das konkret? Das ist genau die Situation, die 1994 war. Hätten wir die heute, genauso frage ich mich, ob es wirklich nicht nochmal so kommen würde. Und wenn in dem Fall, was haben wir gelernt oder was können wir machen, ganz konkret, außer Instrumente zu entwickeln, die am Ende gar nicht wirken, die vielleicht dazu helfen zu sagen, oh, da passiert etwas, aber wir können gar nichts tun, weil ein Land vielleicht das Veto hat und so weiter, was wir heute noch schon erleben, auch in anderen Regionen. Was bedeutet das konkret? Theorie ist zwar schön und gut, aber was bedeutet das konkret? Manchmal neige ich dazu zu sagen, bei den aktuellen Verhältnissen und Machtteilungen und so weiter und bei bestimmten Strukturen international muss man dann irgendwo sagen, uns sind die Hände gebunden. Man muss viel tiefer gehen, um an das Problem wirklich konkret zu sagen. Ansonsten sind wir nur am Diskutieren und können in 10 Jahren nochmal diskutieren und dazwischen wird wahrscheinlich noch ein Völkermord stattgefunden haben. Das machen wir sicher, ja. Danke aber für den Hinweis, dass wir konkret bleiben sollten oder zur Konkretion zurückkehren. Vielleicht hilft uns das Publikum dabei. Ich habe 2 Wortmeldungen gesehen. Einmal der Herr in der Mitte, einmal hier außen. Eine dritte mit dem Kugelschreiber. Die 3 nehme ich hintereinander. Vielen Dank. Ich blicke hier nochmal so auf das Plakat, wo steht der Blick der Weltgemeinschaft und veranstaltet das Ganze von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Und finde es dann eigentlich total erstaunlich, dass die Akteure, die bisher genannt wurden, irgendwie die Bundesebene, die Bundesländer, die Zivilgesellschaft und ja irgendwie die internationale Gemeinschaft sind, aber das Wort Vereinte Nationen kam noch gar nicht vor. Und das überrascht mich eigentlich, ja, weil natürlich damals bei dem Genozid war das natürlich auch ein Versagen der Institution Vereinte Nationen. Und die haben natürlich seitdem einiges getan. Also die haben nicht nur den Special Advisor to the Secretary General on the Responsibility to Protect, sondern eben auch den Special Advisor to the Prevention of Genocide. Die Hauptabteilung für politische Angelegenheiten wurde umgestaltet im Sinne von einem Early Warning System. Das Department für Peacekeeping Operations hat also ganz viele Elemente jetzt in Reaktion auf diesen Genozid eingebaut. Ja. Es gibt keine Mission mehr ohne ein starkes Mandat zum Schutz der Zivilbevölkerung. Die Mandate sind viel robuster geworden. Die multidimensionalen Mandate verfolgen ja im Grunde genau das, Frau Bullmann, was Sie so angemahnt haben. Ja? Also Menschenrechte, wirtschaftliche Entwicklung auf allen Ebenen als langfristiges Konzept von vornherein mit zu konzipieren. Also da wurde ganz viel getan und da gibt es durchaus auch Best-Practice-Beispiele, die man hier auch mal zugunsten der Vereinten Nationen erwähnen kann. Und also ein Best, ja, zum Beispiel Interventionsbrigade im Kongo, ja, also das ist ja was ganz Neues, das hat es damals nicht gegeben und die stellen sich jetzt hin und kämpfen, greifen aktiv ein, intervenieren und nicht nur, wenn sie angegriffen werden, sondern schützen eben aktiv die Zivilbevölkerung. Oder gutes Beispiel, so tragisch die Ereignisse im Südsudan sind, die UN haben da 70.000 bis 90.000 Leute in ihren Camps aufgenommen und ohne die Präsenz von UNMISS hätte es dort vermutlich auch einen Genozid gegeben.
Also das waren alle Kriterien waren erfüllt. Und ich meine, nur dadurch, dass die UN halt dazwischen getreten sind und eben dann auch wirklich aktiv so eine Aufnahmepolitik betrieben haben, konnte Schlimmeres verhindert werden. Also jetzt so nur über Deutschland zu reden, wie müssen wir denn uns selbst verstehen und wie ist Deutschlands Rolle in der Welt? Da kommen wir so ein bisschen in eine Diskussion, wo das natürlich alles unheimlich schwierig ist und dann kann man eigentlich gar nichts mehr machen. Aber wenn man sieht, dass natürlich in den Vereinten Nationen wahnsinnig viel läuft, dann würde ich natürlich jetzt meine politischen Erwartungen, in welche Richtung wir künftig weitergehen, auch viel stärker in diesem institutionellen Rahmen sehen. Und wäre schön, wenn das vielleicht am Panel jemand noch dazu was sagen könnte. Gut, werden wir machen. Erstmal die zweite Frage hier vorne. Ja, Beate Wagner von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Ich habe zwei Themen, die ich gerne ansprechen möchte. Einmal bin ich Herrn Schütte sehr dankbar, dass er gesagt hat, also diesen Unterschied nochmal sehr deutlich gemacht hat zwischen Bürgerkrieg und schwersten Menschenrechtsverletzungen und Genozid, eine zivile Konfliktprävention und eine Prävention von Genozid und schweren Menschenrechtsverletzungen sind aber nach dieser Unterscheidung folgend dann auch zwei verschiedene Dinge. Ich denke, da muss dann auch sehr genau das Augenmerk drauf gerichtet werden. Die Vereinten Nationen, das ist eben auch schon angesprochen worden, haben Konsequenzen gezogen. Es gibt die Schutzverantwortung R2P, es gibt den Focal Point hier, es gibt auch Muster, also diese Schutzverantwortung, da bin ich nicht so ganz bei Ihnen, das ist natürlich ein Thema der Staatengemeinschaft, aber es muss natürlich auch runterinterpretiert werden, was heißt das für jeden Staat? Und es hat Diskussionen in der Generalversammlung sehr detailliert gegeben, wo dann mal gesagt worden ist, was heißt das für Prävention für jedes einzelne Land? Und da geht auch meine Frage hin, inwieweit hat die deutsche Politik, das Auswärtige Amt, aber auch das Parlament, diesen Fragenkatalog, diesen Hinweiskatalog denn schon mal durchgearbeitet und geguckt, was heißt das für unser eigenes Land? Ich habe einige Hinweise, dass Dinge, die auch schon bevor diese Operationalisierung auf der globalen Ebene quasi als Muster, als Blaupause für die nationale Umsetzung da war, Dinge gemacht hat, die jetzt wieder abgeschafft worden sind. Ich weiß, dass der Menschenrechtsausschuss zum Beispiel mal vor Jahren diskutiert hat, dass im Bereich der Genozidprävention die Botschaften einen Fragenkatalog praktisch in jedem Land abarbeiten mussten und an die Zentrale berichten sollen. Ich habe mir jetzt sagen lassen, ich weiß nicht, ob es stimmt, das sei wieder abgeschafft worden. Also wie steht Deutschland in der Frage der operationalisierten, der konkreten Arbeit der Prävention? Ich denke, das ist genau das, was die Botschafterin auch angesprochen hat. Nicht das theoretische Schutzverantwortung unterstützen, sondern wie berichten die einzelnen Botschaften und was werden dann für Konsequenzen gezogen, wenn diese Berichte vorliegen. Dann hätte ich noch eine ganz andere Frage an Herrn Minister Lewenz. Im Koalitionsvertrag steht, wenn ich richtig informiert bin, dass die Regierung sich dafür einsetzen möchte, dass es einen Staatsvertrag mit den Ländern zum Polizeieinsatz international gibt. Das begrüßen wir als Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen sehr. Viele der internationalen Friedenseinsätze sind ja eigentlich oder sollten mehr Polizeikomponenten enthalten, als sie im Moment tatsächlich enthalten. Es ist zum Teil unnötig militarisiert. Deutschland möchte gerne mehr Beiträge leisten, kann das im Moment nicht. Sind Sie denn schon mal gefragt worden von der Bundesregierung? Gibt es einen Entwurf? Befürworten Sie eine solche Initiative aus der Erfahrung der Zusammenarbeit mit Ruanda vielleicht von sich aus? Also das waren jetzt zwei Fragen zu einer ganz konkreten Ebene. Vielleicht lassen wir die mal beantworten, damit sie nicht in Vergessenheit geraten, und fangen mal mit Ihnen an, weil das war ja eine ganz spezifische Frage an Sie. Also die Länder übernehmen diese Verantwortung und wir diskutieren das quasi in jeder Innenministerkonferenz. Wir haben vor zwei Wochen mit dem Bundesinnenminister darüber gesprochen, wie gehen wir zum Beispiel in Afghanistan weiter mit einer Situation um, dass immer weniger Militär, das bisher auch die Polizei geschützt hat, vor Ort ist. Ziehen wir uns auch zurück oder bleiben wir dort? Wir haben entschieden, dass wir bei zurückgenommenen militärischen Schutzzahlen trotzdem in Afghanistan bleiben. Einer meiner Polizeibeamten hat zwei Jahre lang die europäische Polizeimission in Afghanistan geleitet. Wir sind da sehr intensiv mit eingebunden. Das Land Rheinland-Pfalz erfüllt und übererfüllt seine Kontingente und sind übrigens alles Freiwillige. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sehen Sinn in diesen Tätigkeiten auf dem Balkan,
in Darfur. Und in Darfur, Frau Botschafterin, sagen meine Polizeibeamten, die dort eingesetzt sind, sie arbeiten besonders gern mit den Soldaten aus Ruanda zusammen. Keine Korruption, sehr diszipliniert, sehr leistungsorientiert in dem Sinn des Auftrages der Mission. Wir sind auf den Innenministerkonferenzen immer darüber am Reden, weil wir es für ein sehr, sehr sinnvolles Instrument ansehen, innere Sicherheit nach unseren Kriterien mit aufbauen zu können. Vielleicht kann man an der einen oder anderen Stelle tatsächlich militärische Einsätze damit verhindern und umgehen. Und ansonsten müssen wir Verantwortung zeigen in Ländern, wo wieder aufgebaut werden muss, wo Polizei auch entlang unserer Vorstellungen aufgebaut werden soll. Und das bedrückt mich, wenn ich abends im Fernsehen so Begriffe sehe wie die Truppen des Innenministeriums, vorzüglich in Teilen Osteuropas. Das ist eine Polizei, die ganz anderen Kriterien folgt, als wir Polizei haben wollen. Und deswegen ist es richtig, Flagge zu zeigen. Das ist auf der Ebene der Innenminister sehr institutionalisiert. Ob wir noch weitere Staatsverträge brauchen, dem würde ich mich nicht verschließen wollen. Aber ich fördere in Rheinland-Pfalz ein Klima, dass die Freiwilligen sich dann auch bewerben können und keine Nachteile dadurch haben. Sie sind dann 2 Jahre vielleicht draußen oder 1 Jahr draußen und oftmals haben sie dann, wenn sie zurückkommen, eher Nachteile als Vorteile. Daran arbeiten wir sehr intensiv. Und wenn man noch so eine Frage, wie kann man international Verantwortung als Land übernehmen, es war eine der Forderungen, die auch ich aufgestellt habe, 10.000 syrische Flüchtlinge zu übernehmen. Das haben wir in der Innenministerkonferenz durchgesetzt und es musste durchgesetzt werden. Oder Sie wissen, dass wir vor einigen Jahren gemeinsam mit Hamburg aus voller Überzeugung einen Guantanamo-Häftling aufgenommen haben. Man kann sich nicht nur hinstellen und kann sagen, ihr müsst Guantanamo zumachen und bringt keine eigene Verantwortung in diese Diskussion mit hinein. Herr König, als Focal Point Schutzverantwortung, es gab ja eine ganze Reihe konkrete Fragen an Sie. Vielleicht können Sie darauf eingehen, aber auch kurz sagen, was macht eigentlich der Focal Point Schutzverantwortung? Ja, sehr gern. Der Focal Point Schutzverantwortung ist sozusagen Teil das, was wir in der Abkürzung R2P nennen. Es gibt, wie das so oft ist, in den Vereinten Nationen auch eine Freundesgruppe in New York, der Deutschland angehört. Und es gibt eine wachsende Zahl von Staaten, die der Aufforderung der Generalversammlung folgen, eben Focal Points zu ernennen. Es sind noch nicht alle, wir sind jetzt rund 40 und haben da sozusagen auch ein Netzwerk aufgebaut. Wir treffen uns auch in unregelmäßigen Abständen, nicht alle 40, aber immer wieder. Und der zentrale Focal Point für die Focal Points ist New York, wo wir in der Tat durch häufigere Treffen versuchen, das Konzept und die Institution R2P weiterzuentwickeln. Ich glaube, dass wir konzeptionell mit diesem Instrument mittlerweile relativ weit sind. Ich glaube, wir haben ein relativ breit von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen mitgetragenes Konzept. Was ist denn eigentlich Schutzverantwortung? Was darf sie? Was soll sie? Was kann sie? Nicht alle, aber eine breite Mehrheit, wie gesagt. Das ist wichtig. Es gibt immer noch Staaten, die auch ablehnend diesem Gesamtkonzept gegenüberstehen. Der Schritt, den wir jetzt im Moment sozusagen ganz konkret machen, ist dieses Konzept oder dieses neue Instrument von der konzeptionellen Phase in eine Operationalisierung zu bringen. Es hat ja 3 Säulen, über eine haben wir uns die ganze Zeit schon unterhalten, die militärische Intervention. Es gibt 2 weitere, die sehr wichtig sind und die auch den Bogen schlagen, dann zu Krisenprävention, Stabilisierung und den ganzen anderen Instrumentarien, die uns da zur Verfügung stehen. Nämlich die beiden anderen Säulen sind erstens mal die Verantwortung des Staates seiner eigenen Bürger gegenüber. Das ist das Grundkonzept natürlich auch noch. Und die 2. Säule, in der engagieren wir uns als Deutschland, und das bringt mich dann auch zu der Frage, was machen wir denn eigentlich konkret in den Vereinten Nationen oder als Bundesrepublik Deutschland? Diese 2. Säule ist die Säule, die Mitgliedstaaten verpflichtet oder auch nicht verpflichtet, aber auffordert, sozusagen dort Hilfestellung leisten zu können, wo vielleicht staatliche Institutionen nicht so in der Lage sind, diese Schutzverantwortung auch wahrzunehmen. Das sind dann Maßnahmen, die sehr konkret sind. Was weiß ich, Capacity Building ist ein Schlagwort. Wir bilden also aus Rechtsstaatsanwälte und. Das sind operative Maßnahmen, die man im Zusammenhang mit R2P unternehmen kann. Wie gesagt, es gibt da eine starke Brücke rüber natürlich zu Krisenprävention, die ja Ähnliches auch tut. Das ist ja auch gut so.
dass das so ist. Auch da sind wir sowohl national als Deutschland sehr stark engagiert. Ich verweise mal auf den Bundeshaushalt 2014, der jetzt gerade vom Parlament verabschiedet worden ist. Oder diese Woche verabschiedet wird. Ich gehe mal davon aus, dass sozusagen in den Etats, die ich jetzt zitieren wollte, nichts mehr verändert wird. Und das sind schon doch auch, nach oben gerne, aber das sind schon beträchtliche Summen, die im Bundeshaushalt für Krisenprävention, für Konfliktnachsorge, für Stabilisierung, das in den Haushalten des Auswärtigen Amtes, im BMZ für nachhaltige Entwicklung bereitgestellt werden. Und das tun wir natürlich nicht nur im Rahmen der Vereinten Nationen, aber auch. Die Vereinten Nationen kriegen auch sozusagen Geld und finanzielle Leistungen, Unterstützung für uns, dieses Konzept zu implementieren. So. Sind Ihre Fragen beantwortet? Ich würde noch gerne einen Satz zu VN sagen, bevor ich dann auf Ihre Frage eingehe. Ich würde es für falsch halten, einen Widerspruch oder einen Gegensatz aufzubauen zwischen Deutschlands Engagement im Rahmen der VN, und das ist bisher eigentlich für jede Bundesregierung im Übrigen, aber auch für das Parlament völlig unstrittig, dass wir uns in den internationalen Organisationen stark engagieren wollen für zivile Krisenprävention, für Konfliktverhütung und auch für den Schutz von Menschenrechten, um das ganz ausdrücklich zu sagen. Was aber man immer mitbedenken muss, ist, dass die Länder, die Nationalstaaten immer noch darüber entscheiden, wie viel Geld zahlen sie an die VN. Und die Handlungsfähigkeit der VN, der Vereinten Nationen, hängt auch davon ab, wie ihre Finanzierung ist. Und zweitens, es geht nicht nur um Geld, sondern auch um die Bereitstellung von Personal. Wenn ich Kapazitätsaufbau in den Ländern unterstützen will, dann brauche ich auch entsprechendes Personal. Und das habe ich vorhin gesagt, dass ich persönlich finde und der Überzeugung bin, dass Deutschland sich dort noch stärker engagieren sollte. Obwohl ich weiß, dass die Länder viel machen, auch für Polizei, ist es auf Seiten der Länder sehr unterschiedlich. Das kann er nicht so gut sagen, das kann ich aber sagen. Und natürlich möchte ich, dass jedes Bundesland sich hier stark engagiert. Ich finde es toll und gut, genau, auch im Süden der Republik, darüber reden wir nämlich vor allen Dingen. So, und die eigentlich wirtschaftlich alle dazu in der Lage sind, da haben wir große Ungleichgewichte, und deshalb ist es auch unsere Aufgabe, mit dafür zu sorgen, dass wir dazu kommen, wirklich insgesamt mehr zur Verfügung zu stellen und auch tatsächlich Capacity-Bildung durchführen zu können. Das trifft im Übrigen nicht nur für Polizei zu, das trifft auch für Justiz zu, das trifft teilweise auch für Bildung zu. Ich habe vorhin das Stichwort berufliche Bildung genannt. Dann bin ich gleich, damit kann ich auch gleich zu Ihrem Punkt noch einmal überleiten. Ich habe vorhin ein ganzes Bündel von Maßnahmen genannt, die Deutschland vornimmt, um Konflikte zu entschärfen. Und ich glaube, es ist falsch, wenn man immer nur auf den Konflikt schaut, wenn er sich schon so entwickelt hat, dass er wirklich dass unmittelbar ein Genozid oder ein Völkermord droht. Wir müssen beides tun. Wir brauchen ein gutes Monitoring, eine gute Beobachtung. In dem Zusammenhang ist es nicht richtig, dass die Botschaften inzwischen nicht mehr diese Berichte abgeben müssen. Sie müssen regelmäßig einen Bericht an das AA, können wir im Übrigen auch kriegen, über den Zustand der Menschenrechte, Schutz oder Verletzung von Menschenrechten geben. Das war zwischenzeitlich mal ausgesetzt, das wird Herr König besser wissen, wie lange, seit 2013 ist das wieder, gibt es wieder diese Berichtspflicht. Also kurz gesagt, Monitoring, Berichtspflicht, im Übrigen nicht nur über die Botschaften, deshalb haben wir als Unterausschuss, treffen wir uns regelmäßig mit den Nichtregierungsorganisationen. Es gibt ja einen sozusagen Zusammenschluss der Nichtregierungsorganisationen mit den Vertretern der Zivilgesellschaft, über die wir uns auch informieren lassen. Wie ist eigentlich die Situation? Wir unternehmen aber auch, versuchen auch durch Kapazitätsaufbau, durch Unterstützung für gutes Regieren, eben zu verhindern, dass Konflikte sich so massiv entwickeln. Und wie gesagt, da habe ich vorhin das ganze Bündel genannt, von wirtschaftlicher Hilfe über
über diese unterschiedlichen Maßnahmen von Verwaltungs-, sozusagen nachhaltiger Verwaltung. In Klammern, es gibt im Übrigen auch immer eine große Nachfrage aus den fragilen Ländern nach zum Beispiel kompetenten Menschen, die die Hilfestellung leisten bei dem Aufbau von kommunalen Verwaltungsstrukturen. Das hat vielleicht auf den ersten Blick gar nichts zu tun mit sozusagen Völkermord, aber es hat auf den zweiten Blick schon viel damit zu tun, dass Rechtsstaatlichkeit auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Dafür brauche ich nicht nur gut funktionierende Gerichte, sondern dafür brauche ich zum Beispiel auch eine rechtsstaatlich arbeitende Verwaltung. Auch das gehört mit dazu. Also es ist wirklich ein Bündel an Maßnahmen. Und es wäre völlig falsch, wenn wir uns nur auf eine Maßnahme konzentrieren würden, sondern es geht eher darum, dass wir auch im Rahmen zum Beispiel ein bisschen von Arbeitsverteilung sagen, da setzen wir als Deutschland unseren Schwerpunkt. Dort helfen wir, um genau diese Konflikteskalation zu verhindern. Und wenn sie nicht mehr zu verhindern ist, dann gibt es jedenfalls bei uns, kann ich nur sagen, denke ich, innerhalb der Bundesregierung und auch den Parlamentariern, die sie tragen, dann auch die Bereitschaft zu sagen, wir müssen auf jeden Fall unserer Verantwortung gerecht werden, einen Völkermord zu verhindern. Und dann kann das auch die Entsendung von Soldaten beinhalten und bedeuten. Okay, danke, Herr König. Sie müssen trotzdem antworten, ganz kurz. Und dann nehmen wir die beiden nächsten Wortmeldungen. Ja, also gern nochmal sozusagen zur Erklärung. Ich meine, diese praktische Umsetzung eines solchen Konzepts ist sehr banal. Wir machen Projekte. In allen möglichen Ländern dieser Erde gibt es Projekte, die Deutschland finanziert, die wir entweder durchführen mit Nichtregierungsorganisationen oder aber mit den Vereinten Nationen. Wir stellen Experten zur Verfügung für VN-Missionen, eben auch im zivilen Bereich sehr viel. Dafür gibt es ja auch entsprechende Institutionen, die geschaffen worden sind, wo wir Experten poolen und dann entsenden können und auch finanzieren. Das ist dann sehr konkrete, sehr handfeste Arbeit. Nicht Aufbau von Regierungsstrukturen klingt immer so abstrakt, aber wenn ich einen deutschen Staatsanwalt mal für 6 Monate über ein solches Projekt in das Land X schicke, wo er Staatsanwälte und Richter des anderen Landes trainiert, dann ist das schon sehr konkret. Gut, es gab die Wortmeldung hier und dann Esther in der ersten Reihe. Hamburg. Ich habe folgende Frage. Das Thema wurde schon ganz zu Beginn berührt, aber dann leider wieder verlassen. Wir hatten ja 1994 die Situation, dass tatsächlich keine der maßgeblichen Mächte im Sicherheitsrat bereit gewesen wäre, zu intervenieren. Das kann man auch und muss man auch in aller Schärfe kritisieren. Nur darf man sich über eine Sache keine Illusionen machen. Der andere Fall wäre nicht unbedingt gewesen, die Einigkeit zur Intervention, sondern der Streit über die Intervention. Und die Situation, die wir heute haben, etwa nach Syrien, zeigt eindeutig an, dass im Moment bei solchen Konflikten die Spannungen zwischen den Sicherheitsratsmitgliedern häufiger sind und eher zu erwarten stehen als ein Konsens über das Eingreifen, das aber wiederum unter Umständen aus humanitären Gründen keinen Aufschub duldet. Gibt es für dieses Problem, das absehbar ist, irgendwelche Lösungsvorstellungen im Bereich der Außenpolitik? Es sind welche gemacht worden. 2001 in einem Bericht der Internationalen Kommission über Intervention und Staatensouveränität, die Idee der Responsibility to Protect benannt hat. Diese Idee ist keine politische Erfindung, sondern ein Konzept, das eine Studiengruppe aus Experten entworfen hat, zu der, glaube ich, General Eisele auch gehört hat. Die haben dieses Problem sorgsam erwogen, weil diese Studie nach Kosovo entstand, 2 Jahre nach Kosovo publiziert wurde. Und Kosovo war ein Beispiel für ein Eingreifen ohne Mandat, in der Situation, in der die NATO, die dann eingegriffen hat, entschieden hat, wir können nicht länger warten. Das kann man jetzt so oder so bewerten, im Nachhinein will ich gar nicht. Ich will nur sagen, das Problem kann sich erneut stellen. Und es scheint mir wirklich ein bisschen blauäugig, die Diskussion so zu führen, als müssten wir einen Konsens nur mit etwas Nachhilfe herbeiführen in solchen Situationen, wenn die politischen Vorzeichen weltweit völlig anders sind. Danke, dass Sie uns die Grenzen unserer Diskussion aufzeigen. Esther, bitte. Danke. Estam Shawaye von Ruanda, besonders von einer Witwenorganisation AVEGA. Und meine Frage oder mein Wunsch, ich habe schon heute Morgen gesagt, okay, vor 20 Jahren, das hat passiert, alle sind sorry, Entschuldigung, wir haben nicht viel, wir müssen lernen und dies, okay. Aber was machen wir? Was
jetzt mit den Überlebenden, die alten Frauen, die alten Witwen, ohne Kinder, ohne, ohne Zukunft. Und ich, so mein Wunsch war heute Morgen, was können wir oder was machen Deutschland, was machen die Politiker von einem Entschädigungsfonds, ein Fonds de Reparation für die Überlebenden, während sie leben noch. Gut, das ist eine sehr konkrete Frage, wo ich nicht weiß, ob die Frage Entschädigung für Opfer von Verbrechen eine Rolle spielt in der deutschen Politik im Umgang mit Konfliktgebieten. Da können wir vielleicht gleich mal darauf antworten. Ich glaube, auch hier muss man sozusagen zwei Sachen unterscheiden, was Entschädigungen von Opfern anlangt. Wenn es sozusagen internationale Fonds gäbe für eine solche Entschädigung, dann kann man sich sozusagen hier als nationaler Staat, wie Deutschland ist, überlegen, ob man in einen solchen Fonds einzahlt. Und ich glaube, das meinen Sie. Denn ansonsten sozusagen strafrechtlich relevante Entschädigungen der Opfer ist ja was anderes. Es gibt für manche Konflikte gibt es Fonds, die man jetzt nicht vielleicht Entschädigungsfonds nennen würde, aber vielleicht anders Wiederaufbaufonds oder Ähnliches, um dasselbe zu erreichen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht, ob das im Kontext Ruanda, ob es einen solchen Fonds gibt. Aber wenn es, ist es sicherlich, wären die Vereinten Nationen die richtige Adresse, einen solchen Fonds einzurichten. Also bis heute gibt es einen solchen Fonds nicht. Nein. Das ist ja genau das Problem. Genau. Bevor wir hier in die Schlussrunde einsteigen, gibt es noch mehr Dinge, die gesagt werden wollen. Bitte sehr. Wenn man sich das Buch von Tim Weiner über die CIA ansieht, dann findet man irgendwo in der Mitte vergraben eine Seite mit dem Hinweis, dass es für Januar 1994 CIA-Berichte gab, die genau vorhergesagt haben, wie das laufen würde, wenn die Politik so weitergeht, wie sie dann weiterging. Ich wette, es gibt vergleichbare Berichte über den BND, der auch schon etwas früher informiert war, etc. etc. Wir lassen immer die wichtigen Teile weg und reden dann über Polizei auf Regionalebene oder so. Die Vorstellung von einer demokratischen Zivilgesellschaft war es doch, dass es ein Zusammenspiel von Organisationen und Medien gibt, um die Dinge, die eben nicht gesagt werden sollen, bekannt zu machen. Ich frage mich nur, wo die Leute sind, die sich alle vorher auf zahlreichen Podien dafür zuständig erklärt haben und wenn es ernst wird, dann eben nicht da sind. Das ist vor allem die Frage an die Medien und an die NGOs. Gut, also noch eine Frage, was die Grenzen auch der Diskussion des Handels angeht. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, über den wir nochmal reflektieren müssen. Was ist denn, wenn alle Systeme da sind, wenn man rechtzeitig Bescheid weiß, wenn das Frühwarnsystem funktioniert, wenn die Instrumente vorhanden sind und dann die Entscheidung fällt, man macht aber trotzdem nichts, weil zum Beispiel im Sicherheitsrat es keine Einigung gibt oder weil eine Koalition sich nicht einig wird oder aus welchem Grund auch immer. Vielleicht können wir das mit als Anregung auch jetzt für die letzte Runde, denn wir müssen langsam zum Schluss kommen und ich würde Herr Schütte bitten, mal damit anzufangen, weil genau das ist ja die Frage. Setzt man sich hinweg über politische Gegebenheiten, um etwas zu tun? Naja, ich denke, dass man zuallererst einmal darauf hinweisen kann, dass Erkenntnisse über eine Gefahrensituation nicht zwangsläufig zu Handeln führen. Denn wenn wir auf den Fall Ruanda schauen, aber durchaus auch in eine ganze Reihe weiterer Fälle, dann sehen wir, dass wir kein Erkenntnisdefizit haben, sondern dass wir ein Handlungsdefizit haben. Und das bedeutet, dass wir politisch schauen müssen, auf welche Art und Weise wir Mechanismen schaffen können, wie wir Bedingungen dafür herstellen können, dass wenn wieder so ein Fall wie zum Beispiel in Ruanda passiert, wir darauf besser reagieren können. Ich würde auf einer grundsätzlichen Ebene sagen, dass es hier durchaus Fortschritte gibt, wenn man mal vergleicht, wie vor 20 Jahren der Anspruch an die internationale Gemeinschaft war, welche Diskussionen damit einhergingen, ob das überhaupt legal ist, wenn man eingreift. Gar nicht von der Frage des Sinns und Unsinns.
Und das man mit heute vergleicht, dann sieht man, dass das ein sehr langer Weg ist, den wir inzwischen gegangen sind und dass wir heute in einer ganz anderen Situation sind. Das heißt aber selbstverständlich nicht, dass wir da am Ende sind. Ich glaube, dass gerade wenn wir über das Thema der Prävention reden und dass wir an der Stelle wirklich noch nach wie vor deutlich mehr tun können. Da kann Deutschland auch deutlich mehr im Rahmen der Vereinten Nationen tun. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das eben mit den wenigen deutschen Soldaten so ein bisschen abmoderiert wurde. Ich denke, dass wenn wir jetzt zum Beispiel mal uns auf den Südsudan Anfang dieses Jahres beziehen und schauen, mit welcher Geschwindigkeit deutsche Staatsbürger aus dem Südsudan herausgeflogen wurden, während umgekehrt die Vereinten Nationen dringend darum gebeten haben, dass man irgendwie die eigenen Soldaten, Blauhelme, in die Region bekommen würde. Und wir an dem Punkt zufrieden waren, als gesagt wurde, wir haben alle deutschen Soldaten, wir haben alle deutschen Staatsbürger aus der Region herausgeschafft, dass hier eine sehr unglückliche Parallele zu dem ist, was wir eben schon mal in Bezug auf Ruanda besprochen haben. Ich denke, hier könnte Deutschland in der Tat mehr tun, gerade wenn es darum geht, die komplizierten Fähigkeiten in Missionen einzusetzen. Jetzt sind wir wieder ein bisschen bei dem Militärischen, aber deswegen möchte ich vielleicht auch noch mal ganz kurz auf den UN-Teil eingehen. UN-Friedenstruppen schützen jeden Tag wirklich Hunderttausende Zivilisten. Man hört davon relativ wenig in den Medien, was einfach daran liegt, dass negative Schlagzeilen über Blauhelme deutlich schneller in den Medien aufschlagen, als dass, wenn man sagt, hier werden Menschen geschützt. Aber wenn man sich das mal anschaut, ich habe dazu einige Jahre lang geforscht, dann sieht man, welche unheimliche Schutzwirkung allein die Präsenz von UN-Soldaten vor Ort hat. Und wenn man dann zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo sieht, wie schlecht zuweilen solche Truppen ausgerüstet sind, wo man Truppenteile hat, die über ein einziges Satellitentelefon verfügen, so ein Ding kostet 1.000 Euro. So, aber die können nicht miteinander kommunizieren, weil es nicht genug Satellitentelefone gibt und ansonsten auch das Netz zusammenbricht. Dann ist das einfach nur ein Beispiel dafür, an dem man sehen kann, hier ist ein wahnsinniger Handlungsbedarf und hier gibt es wahnsinnig viele Handlungsmöglichkeiten, wie man durch eine bessere finanzielle Ausstattung, wie man auch durchaus, wenn man dann an konkretes Gerät geht, einen ganz, ganz prononcierten Schutzeffekt für bedrohte Zivilbevölkerung haben könnte. Aber daraufhin muss natürlich auch gedrungen werden. Ich glaube, das ist dann auch eine der Aufgaben der Zivilgesellschaft, hier immer wieder den Finger in die Wunde zu legen. Frau Bullmann. Was ist, wenn alle Bemühungen, einen Konflikt zu entschärfen, nicht zum gewünschten Ziel führen und ein Völkermord unmittelbar droht? Dann muss man entscheiden, ob man bereit ist, Truppen zu entsenden oder nicht. Ich kann so eine Frage nicht fiktiv entscheiden, sondern ich muss den konkreten Fall entscheiden als Politikerin. Dafür bin ich gewählt, auch in so einem Fall dann eine Entscheidung zu treffen. So oder so. Ich glaube, es macht keinen Sinn, dass man sozusagen einfach theoretisch völlig losgelöst von dem Konflikt diese Frage beantwortet. Sondern man muss immer genau entscheiden, kann dieser Konflikt noch ohne militärische Eingriffe verhindert werden? Kann ein Völkermord ohne militärische Eingriffe verhindert werden oder nicht? Das ist die Analyse, die Sie durchführen müssen. Und dann müssen Sie die Entscheidung treffen. Zu der VN noch einmal. Ich denke wirklich, die VN, die Vereinten Nationen haben ja aus diesen Erfahrungen durchaus nicht nur organisatorische Konsequenzen gezogen, sondern was doch ganz entscheidend ist, dass dieses Credo, was eigentlich als unantastbar galt bis 2001, 2002, dass es ein Nicht-Einmischungs-Credo gab in die inneren Angelegenheiten, dass dieses Credo nicht mehr existiert, sondern dass es eine schon Debatte auch darüber gibt, in der Vollversammlung, natürlich auch im Sicherheitsrat, ist eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten gerechtfertigt oder nicht. Und diese Entscheidung wird dann immer wieder getroffen werden und die ist nicht losgelöst, auch nach wie vor vom Denken in
in Blockdenkkategorien, in Freundschaftskategorien, wie auch immer. Das ist völlig richtig. Aber letztendlich die Verantwortung muss auf der einen Seite jede Regierung immer treffen, aber vor allen Dingen auch die Parlamentarier. Jedenfalls in Deutschland müssen wir sie treffen. Ich finde das ausgesprochen gut, dass wir sie treffen müssen, dass wir darüber entscheiden, ob wir Soldaten entsenden, ja oder nein. Und deshalb ist das unsere höchst eigene Verantwortung. Die kann uns im Übrigen auch niemand abnehmen. Da wird auch kein theoretisches sagen, Denkmodell das ersetzen, dass sie immer in dem konkreten Fall dann auch entscheiden müssen, was sie tun und was sie machen und was sie auch verantworten können. Letzter Punkt noch, was wichtig ist, dass sie bei dieser Entscheidung auch immer mit berücksichtigen, führt dann ein Einsatz auch tatsächlich zum gewünschten Ergebnis. Bei einem unmittelbaren Völkermord, ja, bei anderen Konflikten nicht immer. Und deshalb kann diese konkrete Abwägung nicht ersetzt werden durch, wie gesagt, generell geltende Modelle. Das wird immer eine Schwierigkeit bleiben. Herr König. Ja, ich will da vielleicht nur zwei Sätze sozusagen dazu sagen. Das Konzept Right to Protect gibt keinen Ausweg aus dem Problem, was ist, wenn das System versagt. Denn das ist ja der Fall, den Sie beschrieben haben. Sondern der Ausweg aus der Frage, was ist, wenn das System versagt, hat gerade Frau Bullmann sehr deutlich dargestellt. Sondern das Konzept Right to Protect ist ein Puzzlestein oder ein Baustein innerhalb des Systems. Und die dritte Säule der Intervention, wenn wir uns die genau angucken, ist die an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Ich will das mal ganz verkürzt sagen, ein Beschluss des Sicherheitsrats. Und wenn der Sicherheitsrat nicht beschließt, dann ist das eben so. Dann sind wir in einem Feld, was eine enorm schwierige politische Entscheidung erfordern wird, die, wie gesagt, in dem Fall so oder so aussehen kann. Theoretisch kann man sowas nicht diskutieren, aber mir ist wichtig zu unterstreichen, dass R2P eben kein Ausweg aus einem System Failure ist. Es gibt keinen Automatismus einer Intervention aufgrund von R2P. Herr Levens. Ich bin jetzt 51 Jahre alt und würde ganz gerne irgendwann mal erleben, dass wir davon ausgehen können, dass internationale Gremien objektiv entscheiden, nach objektiven Grundsätzen. Das werden wir alle nicht erleben. Wir haben Vetomächte, die haben ihre Hinterhöfe definiert, die grenzen sich gegeneinander ab, die blockieren solche Entscheidungen, die wir gerade einfordern. Und wenn man doch mal Ruanda sich vor Augen führt, es gab eine Männerfreundschaft des französischen Präsidenten, des damaligen ruandischen Präsidenten, die hat sehr viel beeinflusst. Und Frankreich hatte Angst gehabt, Ruanda aus dem frankophilen Bereich in Afrika zu verlieren. Das sind Dinge, die wir so überhaupt nicht beurteilen würden. Das wären für uns keine Kriterien. Und von dem her, das wird immer diese Einzelfallbetrachtung bleiben müssen. Und wir müssen immer dann die Hoffnung haben, dass man sich entlang der Nöte und der Ängste und der Sorgen derjenigen, über die wir dann konkret verhandeln, am Schluss diskutiert und nicht stellvertretend andere Argumente, Hinterhofargumente der eigenen politischen Standortbestimmungen zur Eigenmacht. Aber das werden wir alle leider noch weiterhin erleben. Dann sind wir an einem Punkt, wo wir als Bundesrepublik Deutschland dann manchmal auch entscheiden werden, nehmen wir die NATO als ein Konstrukt, um in einen Einsatz zu gehen, wenn wir ihn für notwendig halten. Kosovo hat das ja mal gezeigt, dass auch das geht. Was macht die Europäische Union zukünftig? Wie entwickelt die sich als Player in diesem Bereich? Von dem her, wir werden an diesen Einzelfallentscheidungen nicht vorbeikommen, die müssen dann politisch entschieden werden. Frau Botschafterin, Sie haben das letzte Wort. Vielen Dank. Was die internationale Gemeinschaft gelernt hat, da würde ich mich gerne Herrn Levens anschließen, dass ich mir auch wünsche, dass dann tatsächlich objektive Entscheidungen getroffen werden und dass dann wirklich das Leben der Menschen in den jeweiligen Ländern, wo die Konflikte ausgebrochen sind, auch wirklich im Vordergrund stehen. Wir haben jetzt auch hier darüber diskutiert. Es kann sein, dass es ja mehr Handlungswille gibt, aber auf der internationalen Gemeinschaft gibt es auch mehr Handlungsfähigkeit überhaupt. Wenn man dann die ganze Problematik nochmal sieht, ist dann auch die Frage, und da muss ich leider sagen, dass ich meine
meinen Pessimismus wieder mit nach Hause nehme. Wie die internationale Gemeinschaft was gelernt hat, ist eine Frage, aber hat Ruanda auch was gelernt? Und ich denke, da kann ich auf jeden Fall ja sagen. Wir haben sehr viele Lektionen gelernt. Unter anderem sind wir uns auch sehr stark bei Responsibility to Protect, auch wenn wir wissen, dass es nicht immer leicht ist, auch in Betracht der Souveränität der Staaten. Aber wir, das ist eine auch der Instrumente, die wir auch stark unterstützen. Die zweite Säule, Verantwortung der jeweiligen Staaten, das ist ein Punkt, das wir auch sehr stark auch unterstützen und auch immer fordern und immer wieder, wenn wir von Good Governance sprechen, wenn unser Präsident auch immer wieder sagt, wir brauchen Staaten oder Regierungen, die accountable, die rechenschaftsfähig oder rechenschaftsschuldig sind an deren Bevölkerung, nicht an die Geldgeber, nicht an die Donors, sondern an der eigenen Bevölkerung. Das ist das, was gemeint ist, die eigene Verantwortung gegenüber den eigenen Menschen, der eigenen Bevölkerung. Vielleicht noch ein Hinweis zum Schluss, es wurde schon vorher erwähnt, dass Ruanda 1994 ein nicht ständiger Sitz beim VN-Sicherheitsrat hatte. Heute sitzen wir im zweiten Jahr wieder im VN-Sicherheitsrat. Ein Ruanda, das heute ein ganz anderes Land, eine ganz andere Politik, eine ganz andere Ethik darstellt und auch in der Welt trägt. Wir werden im nächsten Monat den Vorsitz nochmal des VN-Sicherheitsrats übernehmen. Unsere Ministerin hat letzte Woche schon gesagt, dass wir uns dabei für eine robustere und effizientere Peacekeeping Missions einsetzen wollen, weil wir haben es ja gesagt und das wurde auch schon erkannt, dass es dann auch wichtig ist. Prävention, aber manchmal ist es leider so, dass es die Konflikte gibt, aber wie kann man wirklich effizient und tatsächlich richtig einsetzen? Sofern, sonst könnte ich noch länger darüber berichten, was Ruanda gelernt hat. Nein, das können Sie jetzt nicht, weil wir sind jetzt am Ende unserer Zeit angelangt. Ich danke Ihnen allen und gebe das Wort weiter.